Die Türkei kämpft. Erdogan ist zu allem entschlossen. Interessante Nebenbemerkung. Ich habe mich immer gewundert, warum sind die Türken so gut drauf? Warum wissen die so gut Bescheid? Warum können die Politik so realistisch einschätzen? Warum wissen die, was Kartelle sind? Warum wissen die, was Finanzmafia ist? Warum kann man mit denen drüber reden und mit den Deutschen nicht zum Beispiel? Das liegt, habe ich mir erklären lassen, an einer Serie, die dort gelaufen ist, einer politischen Serie. Und da ging es um alles, um Kartelle, um die Finanzmafia, schließlich auch um die Illuminati und deren ekelhafte Verbrechen. Toll. Und das wurde in der Türkei heiß debattiert und gern gesehen, populär. Super. Ich glaube, wir brauchen das Ding auf Deutsch synchronisiert hier. Wir haben doch so tolle Synchroniseure. Dann machen wir das mal. Das wäre ja mal Pluralismus. Oh, Achtung, Achtung. Da könnte ja Demokratie einkehren. Die Menschen könnten was lernen. Achtung, Achtung. Hochgefährlich für die Mafia und für die Bundesregierungen.